Es ist kein neues Spiel, aber ich finde, es macht Spaß. Komm, hat sogar im Singleplayer, hat sogar, glaube ich, eine Art kleinen Story-Modus. Nice. Ich glaube, das hole ich mir. Verkehrt ist es nicht. Ich meine, für den Preis. Was ich aber mit euch mal spielen möchte, ist Widget. Ja, yep, das hast du auch schon mal erwähnt. Oh nein. Oh doch. Oh nein, es zwingt sie nicht wieder, dieses Spiel zu kaufen. Scheiße. Rein theoretisch? Nein. Rein theoretisch? Nein, ich will's gar nicht wissen. Da du ja Geburtstag hattest und ich dir ja aufgrund einer privaten Situation dir das nicht geben konnte, beziehungsweise Ich will's mir selber. Nein, das würdest du umgekehrt genauso machen. Ich hab das immer noch bei mir rumliegen. Quasi. Circa. Was mit euch spielen das will, heißt, Munchkin. Das heißt quasi circa. Stimmt, Munchkin hat das ja erwähnt. Ja, das geht halt nicht im Online-Modus. Die sind Tussen. Wir haben, Masaki hat es, glaube ich, hingekriegt, dass das über diesen Tabletop. Ah, ja, aber ich dachte, das geht nicht, weil der Typ, der Wache was gegen hat. Ich meine aber, das ist trotzdem irgendwie gegen. Und wenn, muss es ja nicht im Stream sein, das kann ja auch privat sein. Ach, diese kleine Bitte. Ja, also, hätte ich auch kein Problem mit. Er schafft gerade, er hat es und es geht 100 pro. Deswegen, ich selber noch. Munchkin. Worüber, ich glaube, da war es. Auch schon dabei, wo wir darüber geredet hatten. Ich weiß nicht, wer von euch dabei war. Mischstück. Hallo, wie nennst du mich? Die Alte. Ist die bei dir? Die mich hier aufgehangen hat. Ja, die läuft jetzt aber weg. Aber wie kommt sie hier in unsere Richtung? Wenn wir kommen sollen, sag Bescheid. Ja, ja, wurde gerade gerettet. Okay. Ja, ja, hab ich gesehen. Ja, von dem Afro-Mädchen. Schnitzel. Und kloppen sie jetzt gerade hinter dir hier. Na dann. Ach, wirklich? Ja, das war nur eine Vermutung, weil ich sie gesehen habe und ich habe nicht gesehen. Nein, du hast ja recht. So, und gleich haben wir den zweiten. Ach, komm schon. Naja, der Killer ist noch beschäftigt mit Diggi. Aber. Nein, lieber er als ich. Okay, der Killer ist da hinten und der kommt. Ich überlege gerade, wo wir hingehen sollten. Erstmal warte ich, ob der nicht hierher kommt. Das heißt, im Kornfeld ist noch eins und da hinten sind noch zwei. Also die schleicht bei mir rum, also die campt quasi. Okay, dann gehen wir im Kornfeld. Jetzt geht sie weg. In welche Richtung? Die ist immer noch, also die umkreist mein Gebiet quasi. Diese alte kleine Pfütze. Ihr guckt von da hinten, ob hier jemand kommt und mich rettet. Nee, lass es. Ja, wir retten den, ich kann nicht. Nein! Oh, diese blöde alte. Ist ja nett, dass du mich retten willst, aber das bringt nichts! Oh, du Miststück! Boah, die Hexe oder? Nein. Beide, hier, Afro-Girl und Hexe. Oh, boah, Afro-Style. Uhr. Und du bist tot. Ich hoffe, sie kommt jetzt nicht hierher. Ich hab sie gerade noch gesehen. Gott, hab ich tatsächlich jetzt nicht gesehen. Ich muss mal auf zuschauen. Oh Gott, sie kommt. Ja, sie kommt. Und weg. Sie kommt auch für uns zu. Ich bin schon woanders gerade. Oh, Schnitzel. Ah, sie hat mich. Okay. Ja, sie ist mir ziemlich dicht auf den Fersen. Hey, yes. Aidaria. Ich habe hier eine Palette. Mit der du gerade den Generator machst, ne? Ja. Die hat mich in den Tod gestürzt. Sie hat mich immer wieder runtergenommen und die Alte hat mich abgeschlachtet. Unterstützt sie nicht noch? Hallo?
möchte ein Veto einreichen. Ein Veto einreichen? Nicht ja. Einlegen? Wie auch immer. Ich verstehe den Sinn des Spiels. Du bist dagegen so. Genau. Nein, der Sinn ist, dass du. Huch. Der Sinn ist, ich bin tot. Das ist der Sinn, oder was? Ist das der Sinn nicht von allen Dingen? Gott. Ist das nicht der Sinn des Lebens? Du bist ist tot am Ende. Jetzt wird nicht philosophisch. Ich meine, es spielt technisch jetzt. Und? Rotschopf, lauf, Rotschopf. Run, girl, run. The world is your enemy. Gingerhead. Du hast mich aber Steam gefunden, da kannst du mich auch gerne noch weiterreiten. Kann ich gern machen, wenn die anderen beiden das möchten. Was? Masaki hat gerade geschrieben, da ich ihn ja bei Steam habe, kannst du mich auch gerne an andere weiterleiten, damit man zusammen Munchkin spielen kann, falls Interesse besteht. Ja, why not? Interesse an sich schon. Also ich. Spricht nichts gegen. Es fehlt Interesse, Punkt. Also von meiner Seite aus spricht da nichts gegen. Okay. Also ansonsten könnt ihr euch auch auf dem Discord-Server austauschen. Schnitzel! Da ihr ja alle da vorhanden seid. Schnitzel! Ey, immer wenn wir uns hören, ich krieg immer Bock auf Schnitzel. Weil du immer irgendwas mit Schnitzel sagst. Das sage ich immer. Ich sag meistens hin und wieder mal, was zu Schnitzel. Wenn ich genervt bin. Ja, aber das ist um die Uhrzeit nicht gut, weil ich weiß jetzt nicht, wo ich Schnitzel herkriege. Sorry, man. Wir haben welche im Eisfach. Kein Ding. Okay, ich werde mal im, meine Eins aufgehangen. Ja, wir haben auch frische Eingefrorene. Ja, sie kennt bei mir. So, ich habe einen Generator gefunden. Wenn er bei dir campt, dann habe ich ja meine Ruhe. Ey, du bist so kollegial, ehrlich. Alter, was soll ich denn machen, wenn sie campt? Wenn sie nicht campen würde, würde ich ihn ja retten. Du hast doch hier die. Natürlich. Die komische Kolla auch beleidigt. Die war immer noch da. Was soll ich denn machen? Soll ich mich in den Tod stürzen oder was? Okay, ne, sie lauert. Nicht, rette mich nicht, Mädel. Ja, Afro-Girl, ne? Ich weiß. Alter. Opa, Afro-Style. Und wegrennen. Bye, bye. Meine Simax, also die Killerin. Ich nicht. Nein. Mist. Ich wollte gerade das Ding runterschmeißen. Afro Girl. Bräh. Ich meine, ich schätze deinen Aufwand wert, aber gleichzeitig auch nicht. Ich glaube, ich lass mich einfach killen. Ja. Boy. Sagt sie einfach ja, ey. I guess I die. Oh, Mädel, bist du zu blöd, um das Ding da hinzukriegen, oder was? Hä, wo kann man denn in eine Richtung? Wo kann man den Standpunkt auch verraten? Ja, stell dich da am besten doch so hin, dass man dich noch sieht. Oh Gott. Wie bist du jetzt hier hochgekommen? Aus welcher Richtung kam die Blöde? Was mir viel mehr Sorgen macht, auf einmal hat's Puff gemacht und das Afro-Girl war bei dir. Wie so ein verdammter Magier. Das Ganze ist einfach nur, dass sie die ganze Zeit unsterben lässt. Ich hab gibt's das irgendwie so eine Fähigkeit, David Copperfield oder so? David Copperfield? Okay. Ja, ohne Scheiß. Ey, Daria war an dem Dings, da gab's orange Rauchwolke und auf einmal war Afro Girl da. Okay. Weil er kann ja sein, dass sie zu den Avengers gehört, das weiß ich ja nicht, aber auf jeden Fall. Wie hat das was mit den Avengers zu tun? Ja, oder vielleicht. Ivankas. Keine Ahnung. Zu den Ivankas. Ivankas. Die Ivankas. Finde ich gut. Ey, Ivanka, Digga. Oh, Mädel. Wie gut, dass du die Scheiße da in dir öffnest.
guck mal, fällt dir das nicht auf, wie geschickt die ist? Die rettet mich zweimal, stirbt nicht. Ich glaube, sie wollte uns töten. Puff neben dir auf und auf einmal rettet, macht sie den Ausgang auf. Also das ist doch irgendwie strange. Sie pufft neben dir auf. Ja, die pufft neben sie auf. Ach so, pufft. Ich hatte jetzt schon pufft. Nein. So buff. Buff macht sie. Was sollen die Leute denken? Darum ging's nicht. Ach so, ja, dann ist sie. Ich sag doch gar nichts. Doch. Okay, sie ist beim anderen Ausgang. Und macht ihr gerade. Sie ist gleich fertig. Und sie hat ihn gleich aufgemacht. Das wäre super. Ja, der ist offen. Jo. Mädel! Rennt! Rennt inneren! Alter, die Alte ist unheimlich. Das ist der Sinn von einem Killer. Nein, ich meine, ich meine Afro-Girl, ich finde die schlimmer als der Killer. Wie hat die das die ganze Zeit gemacht? Wie macht die das? Wie hat die das geschafft? Es ist eine gute Frage. Ein Rätsel. Und was aber kein Rätsel ist, ist, dass ich mich jetzt vom Acker machen werde. Mach das. Wie tun sie das? So, ich würde ja jetzt gerne noch einmal mit Digi gewinnen. Mit Digi? Mit Digi. Mit mir gewinnen ist nicht drin, aber wir können gerne noch eine Runde spielen. Das können wir machen. Oder zwei oder drei. Das ist cool. Okay, Leute. Alles klar, wir hau rein. Bye, bye. Ciao. Hat mich gefreut. Ciao. Ja, schön, dass du da warst. Ciao. Ciao. Ich hab das erste Mal gesehen, dass jemand entkommen ist. Was? Ernsthaft? Ich bereit. Ich habe noch so einen schmuddeligen Kasten. Ich glaube, den nehme ich mit. Ja. Oder? Weiß ich nicht. Mac Thomas, was meinst du? Egal, was du mitnimmst, das na, bringt dir eh nichts. Nach der Runde gehe ich einmal kurz schnell noch ins Zimmer. Was kannst du machen? Da kann ich mein Getränk von oben holen. Und hoffe, dass wir da keine rückgefahrenen Frösche auf der Straße liegen. Ja, echt, das ist hier schlimm bei uns. Die Tage, ich kriege. Weil abends gehe ich mit dem nicht mehr durch den Wald, da gehe ich in die Straße hoch. Zuerst auf den Bürgersteig, dann hinten auf die Wiese und dann geht's zurück. Was liegt denn? Das ist doch keine Blätter. Da gucke ich so genau hin. Alter, da dreht sich so ein Frosch quasi um, als wenn er sagen würde, tote mich. Das tut mir dann auch in den Leib. Ich meine, ich mag keine Frösche, aber. Ah. Nee, das finde ich nicht gleich mein ich Handy, kann man keine Frösche dass ich halt das Licht habe. Ich weiß nicht, ich finde die irgendwie unheimlich. Unheimliche Frösche? Das ist ein Froggy Doggy. Du kannst ja nicht raustappen bei Dingens. Nein. Ich kann schon, aber da komme ich nie wieder rein. Ich weiß, ich vergesse das immer wieder. Ja, natürlich. Ich vergesse das auch immer wieder. Ja. Weil das passt ganz gut. Jetzt nach der Runde, dann kann sich der Rechner auskotzen, wenn ich das Spiel ausmache und. Sila? Ja, komm. Nee, alles gut. Du musst dir das nicht sofort schiffen angucken. Schiffen gehen. Ich kann auch ruhig noch ein bisschen spielen. Ja, oder das. Wie gesagt, ich muss gleich kotzen. Also nach der Runde einmal eben. Ja, alles gut. Dann gehe ich nämlich noch einmal hoch und sag meinem Schatzi-Puder gute Nacht. Wie kannst du denn Kuchen essen und dann Alkohol drauf trinken? Das ist doch, mein Magen wird sich umdrehen. Gerade esse ich Salat. Ja, davor aber Kuchen. Hallo? Torte, Entschuldigung. Wir wollen ja korrekt bleiben. Torte. Törtchen. Eierlikör nimmt man auch meist zu Eis. Ist auch Alkohol drin. Boah, Eierlikör ist so eklig, ey. Ja, ich mag's auch nicht, aber... Machen jetzt trotzdem einige Leute. Und Cola rum geht immer. In vielen Torten ist Eis. Stimme ich dir zu, aber nicht in Kombination, wenn ich vorher irgendwas sahnehaltiges, tortighaltiges irgendwas gegessen habe. Klar. Ich würde so abkotzen. Es gibt nichts Geileres. Ja. Dann hält dein. Oh, mein Nachbar hat gerade Sex. Ja, siehst du? Meine Nachbarin, meine Nach-
Meine Nachbarin vögelt gerade, ich höre die wieder stöhnen. Ey, das ist nicht wahr, ey. Ich hasse es. Ich hab die Kopfhörer auf volle Lautstärke und ich höre die stöhnen. Du jetzt es, Scheiß. Also ganz ehrlich, es gibt so Sachen, die möchte ich nicht wissen und, ne? Ja, ich auch nicht. Trotzdem lasse ich dich jetzt dran herhaben, weil ich es nicht alleine verarbeiten möchte. Ja, aber also, ich kenne die nicht und jetzt habe ich. Ach, nee. Ich esse gerade. Ich wohne hier ungefähr genauso lange wie die. Das Einzige, wenn man sich im Haus mal trifft, ist ein Hallo und das war's dann auch. Oder ein Stöhnen. Ich habe mit dir nichts zu tun. Aber ich krieg's immer mit, wenn sich irgendwas reinschiebt oder gevögelt wird. Na toll. Der Stream war doch ab 18, oder? Ja. Ja, ist auf Inhalt cool. Für Erwachsene. Schlampe. Also nicht du, sie. Vielleicht isst sie was Leckeres. Stimmt, wenn ich da muss es was sehr Leckeres. Da muss es was sehr, sehr Leckeres sein, dabei so abzugehen. Bei mir alles, was mit Nougat ist. Göttlich. Sina, gleich. Bin ich nicht nervös und. Ich würde da klingeln und fragen, darf ich zur Hand gehen? Darf ich das Lecker Schnitzel. Stimmt, bei Schnitzel könnte man auch so abgehen. Oder bei Vanilleeis. Lecker Vanilleeis. Oder bei einem richtig, richtig geilen Wein. Oder bei einem Cocktail. Also, dem Getränk nicht. Gut, jetzt wissen wir, was dich alles zum Höhepunkt bringt. Aber ob wir das nicht wissen wollten, war auch was anderes. Käsekuchen. Ja, Käsekuchen. Oh, lecker Gott. Käsekuchen. Lecker. Jetzt habe ich Bock auf Käsekuchen. Meine Oma macht den Besten. Jede Oma macht das Beste. Ich bin kein Kuchenfan, aber wenn sie einmal macht, so ein Stück ist okay, aber wie gesagt, sonst esse ich eigentlich keinen Kuchen. So ein Stück ist in Ordnung, aber so ein. Ne. Mantaplatte. Oh ja, Mantaplatte. Ich will haben jetzt. Ne. Mantaplatte ist geil. Ne. Oh. Mantaplatte. Ja, Sabagier. Ja, ist ja gut. Das reicht ja, wenn du einen. Ne? Wenn die das über dir machen oder nehmt ihr oder was auch immer. Dann musst du das nicht selber machen. Ich glaube, sie ist fertig. Ich höre sie immer nur, wenn sie in den letzten Zügen ist. Ja, also steht sie immer wieder auf. Nein. Ja, du sagtest, sie ist immer dann in den letzten Zügen. Ja, wenn sie noch intakt ist. Geisterkoitus. Und ohne Scheiß, das hat mein Bruder auch schon mitbekommen. Weil der meinte damals auch, du bildest dir das ein. Da hat er mal hier übernachtet eine Woche. Alter, die fickt ja wirklich. Ich so, ja. Ich ja, was soll die denn sonst machen? Keine Ahnung. Was macht man denn sonst? Zocken? Ja. Musik hören? Filme gucken? Ja. Ja, also. Wohnungsminigolf. Ja. Was? Erkennst du das nicht? Wohnungsminigolf? Nein. Nicht? Habe ich das als einziges in der als Kind gemacht? Wohnungsminigolf? Ja. Da hast du halt einen ganz normalen Golfschläger. Golfball, logischerweise. Und dann baust du dir halt in deiner eigenen Wohnung so kleine Minigolfstrecken. Ein Sockengolf. Psycho. Hat sie doch auch gespielt, er hat eingelocht. Sockengolf ist aus Two and a Half. Ja. Ja. Sockengolf. Ja. Ja, stimmt. Deine Nachbarin spielt auch gerade Golf. Sina. Gerade fertig mit Golf spielen. Mach hopp jetzt. Hopp. Hopp da jetzt. Ja, aber Sina will nicht hopp machen. Ja, jetzt hast du es trotzdem gemacht. Zwar nicht da, wo ich wollte, aber ja, da ist auch okay. Ja, wir gehen gleich raus. Cleo war also, gerade. Jetzt kommt die wieder angedackelt. Sag mal, komm mal her. Komm, jetzt hau. Ja, du kleines Biest. Lass mich noch eben sterben, dann gehen wir. Lass mich noch eben sterben. Ja, vielleicht gewinnst du ja dieses Mal.
Ach klar, das Glück habe ich nur einmal im Monat, wenn überhaupt. So oft spielen wir ja gar nicht. Na doch, doch, jetzt die letzte Mal. Klar. Und wir müssen die Tage mal wieder privat mal wieder spielen. Ja, wäre ich auch für. Nur wann? Ja, weiß nicht, Dienstag? Dienstag wäre gut. Da hab ich noch Urlaub. Ja. Dann wäre das doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da kann ich dann auch wieder die Nacht durchmachen. So, ich gehe schon mal zum Ausgangstor. Vielleicht mache ich ja die Generatoren fertig. Nee, ich bin da genau gestartet. Das bietet sich ja eigentlich an. Wow, was? Die ist genau hinter mir. Ey, hallo? Ich bin gerade mal gestartet, ey. Ein verdammtes Drecksvieh. Ja, so ging es mir jetzt die letzten Mal auch. Oh, scheiße. Das habe ich nicht aufgepasst. Bitte, ich verpiss dich, ey. Na, hast du den Arsch offen oder was? Welcher Killer kommt denn? Gute Frage. Ach, das ist den wir schon mal, nicht die letzte Runde davor, glaube ich. Hat nur ein anderes Outfit an, deswegen habe ich nicht so, ja, häng mich doch einfach auf. Was für ein Wichser. Wir hatten Singsang, wir hatten Geistertante. Davor, vor der Geistertante den. Ja, ich weiß nicht mehr, welchen wir davor hatten. Ja, ich weiß auch nicht, wie er heißt. Ach, der mit der Glocke. Genau, nennen wir ihn Killer. Nennen wir ihn Killer. Ey, rette mich nicht, du Bitch. Biatch heißt das, Biatch. Das warst es nicht du, ne? Ich weiß. Ich bin ja auch gar nicht in deiner Nähe. Nein, ich hab mich auch nicht angesprochen gefühlt. Mit Afro Girl. Das war auch schief gegangen. Ja, mit Afro Girl geht's immer schief. Afro Zirkus, ja, Afro, Tupfen. Und wer ist denn jetzt hier? Wo denn? Boah, warum gehst du, Alter? Das macht mehr Sinn. Mädel. Oder ist Glockenputzi hier? Nee, Glockenputzi ist nicht hier. Nein, der ist mal wieder bei mir. Oh, und ach, da hinten bist du. Ich hab Penner, ey. Penner. Ja, mach doch noch den Generator kaputt, du kleine Behinderte. Jetzt lässt er mich hier einfach nur verpisst sich. Sehr ehrenvoll. Die Spielpunkte langsam auf meiner Hassliste, genau wie Phasmo. Arsch her. Phobia. Aber das kann doch genau gar nicht auf deiner Hassliste sein, weil wir es noch zu selten gespielt haben. Deswegen kann ich es ja trotzdem nicht mögen. Nee, das geht nicht. Meinst du nicht? Nein. Dazu musst du es erst ausgiebig gespielt haben. Gott, ey. Ist er in deiner Nähe? Jetzt gerade nicht, nein. Weil der Typ kann sich ja halt so dieses Teleportgedöns machen. Hm. Oder hinten ist er. Oh ne, du hast dich jetzt sterben lassen, oder was? Nein, ich hab... Hallo? Okay. Ich hab die ganze Zeit Escape gedrückt. Ja gut, ich will mal ganz kurz mit dem Mund raus. Ja, mach. Bis gleich. Bis gleich. Okay. Gleich renne ich ihm in die Arme. Okay, nee, doch nicht. Dann ist ja gut. Ja.
das Mädel. Oh, das wird doch nichts, wenn ich versuche zu retten. Funktionieren sie gerade nicht? Warte, ich kann. Dann gleich mal nachgucken. Dann muss ich wahrscheinlich einmal neu aktualisieren. Vorhin gingen sie eigentlich noch, aber es kann durchaus sein, dass da gerade wieder. Nein! Okay. Ich hänge ja gleich zum ersten Mal. Da kann ich einmal ganz kurz nachgucken. Warte. Sound Alert. So. Einmal aktualisieren. So, kannst du es gerne nochmal versuchen? Müsste jetzt eigentlich funktionieren. Wenn nicht, dann weiß ich leider nicht, woran es liegt. Ja, vorhin ging es. Irgendwann. Ja. Da hinten. Seltsam. Ich kann gleich mal gucken, was bei mir geht. Nach der Runde. Sowieso. Warte mal. Guck mal kurz, ob der das bei mir macht. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt selber höre. So. Doch, bin ich drin. Das? Und jetzt? Hey! Listen. Okay, bei mir funktioniert's. Weiß ich leider nicht, warum es bei dir nicht geht. Ja, sehr sonderbar. Aber gut, manchmal hat die Technik ihren eigenen Willen. Nicht mehr, ja. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, woran es liegen könnte. Wäre jetzt nett, wenn ich diesen Generator von dem machen könnte. Okay, da hinten ist er. Kommst du nicht ab, so gleich. Thank you.
So, der will mal gerade mal Hilfe kommen. Ah. Mhm. Ach komm. Nein, ich erdacke. Okay. Da sie sowieso nicht mehr aufsteht. So, dann gehe ich jetzt auch noch einmal nach oben. Sag meinem Freund noch einmal gute Nacht. Und dann sollte Diggi eigentlich auch gleich wieder da sein. Ah, da ist das. Hoffe ich. Staffel 1, 2 und 3 haben sie. Ja, wobei Staffel 3 sollte eigentlich noch nicht komplett auf Deutsch sein. Aber gut, kann sein, dass sie mittlerweile das geschafft haben. Ja, angucken. Ja. Jetzt. Kaufen kann ich es. Schlecht. Kaufen kann ich es währenddessen. Dann hab ich's auch. Ah, nee, stimmt. Ach, Quatsch. Ich bin nicht eingeloggt gewesen. Deswegen. Ich bin ja gerade gar nicht eingeloggt. Also, ja, doch, ich kann es komplett auf Deutsch gucken, aber ich bin noch. Ich war nicht eingeloggt. Das ist schon wieder das Ding, ey. Ding sagen, Tante? Mhm. Die ist hier irgendwo bei mir. Ja, da. Oh, Mann. Scheiß Vogelgrippe. Oh Gott, wo ist das Miststück? Wo ist das Miststück? Wo ist das Miststück? Geh weg, jag jemand anderen. Ich bin unschuldig. Wah! Oh nein, du kommst in unsere Richtung. Hier, ich leuchte nicht mit meiner Taschenlampe an. Haha! Toll, das imprägniert sie ja gar nicht. Nope. Ah, du Pfütze. Okay, ich geh woanders hin. Oh Gott. Also ich bin ehrlich, ich habe gleich keinen Bock mehr auf das Spiel. Es mobbt mich. Was willst du denn dann spielen? Among Us, Fall Guys. Will er noch? Jetzt nicht in unmittelbarer Nähe, aber man hört sie noch singen. Ja, ich bin nämlich direkt hinter dir. Vor dir. Okay, dann jetzt. Dankeschön. Hallo. Mac Thomas. Nicht in diese Richtung. Alter. Ah. Da ist schon Luft draußen gewesen, ey. Wow. War das schon bei dir? Nein, nee. Ich hasse sie.
Ich höre sie schon wieder singen. Jetzt sehen wir aber noch hinter mir her. Nee, ich sehe sie. Ja, ich bin jetzt, glaube ich, auch in Sicherheit. Glaube ich. Wieso, bist du auch im Spind? Nee. Nicht jetzt. So, ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Aha. Was? Feiges Ühnchen. Bist du doch da gerade am Generator? Oh Gott! Im Ex wird die Scheiße mir unterm Arsch, ey. Alter, so viel Blut wie der Typ verliert, das wird keiner überleben. Nee, ne? Nee. Oh Gott. Verpiss dich, du Psycho-Vibe, ey. Was machst du denn hier? Ich heile. Ich hab mich nicht versteckt, ich war nur ja, komm, hör auf der Lauer. Genau. Auf der Mauer, auf der Lauer. Da sitzt ein kleiner Digi. Ach so, du brauchst auch Hilfe. Ja, duck dich doch. Dann mach ich doch. Wie ist das denn? Direkt. Ich versuch dir auch nicht weh zu tun. Das wäre super. Danke. Guck. Ja, ich danke auch. Hier, helf doch mal Annemarie. Annemarie? Ey, ich weiß nicht, wie sie heißt. Nuxo Atara. Annemarie. Genau. Oder Else ist universell einsetzbar. Else. Elsa. Ha. Nein, Else. Elsa. Versteck mich hier im Gebüsch. Ah, du Miststück. Du kleines Dreckiges. Hallo? Du doch nicht. Ja, ja. Wie du da hockst. Diese kleine. Gerettet. Oh, wir haben ja so viele Generatoren fertig. Ja, eben drum wollte ich den einen ja mindestens fertig geben. Da ist es kurz vorm Ultimo da. Kurz vor Ultimo. Komm, wir suchen uns einfach den Generator. Ich bin hier ein anderer Generator. Ja, ihr seid hier genau in der Nähe. Genau hier. Nein, das sollst du nicht tun. Warum nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so produktiv war. Stimmt nicht. Einen. Das sind ja nur noch vier. Juhu. Verdammte Scheiße. Ding sagt Tante. Sagt mir doch, dass ihr lauft. Wir laufen. Machen wollte.
Oh Gott. Kann man so frustriert sein wie diese untergevögelte Sozialpädagogin, ey. Hallo? Hallo? Ich wollte Menschen sehen. Hallo? Hallo? Wo bist du? 1, 2, 3, ich komme. Oh, ich hab die andere McThomas gefunden. McThomas. Die McThomas ist auf der Suche nach einem Generator. Wäre einer, aber da schlafe ich jetzt nicht drum rum. Ich sehe. Gott, dass die eigentlich immer das will, bisschen. Kann ich mal was anderes sehen hier von Modern Talking oder so? Modern Talking. Sherry, Sherry, Lady. Bist du braun, kriegst du Frauen. Okay, scheiß auf den Generator, da hast du jetzt eh ein Auge drauf. Also zum nächsten. Yay. Wir werden das nicht schaffen. Nein, hier ist noch einer im Haus. Nein. Hey, seid ihr im Haus? Ich bin gerade im Haus. Ich glaube, sie kommt. Mhm. Ich glaube auch. So, einmal hier ein Spind rein. Aber zu mir sagen, ich bin. Ja, was? Ich weiß ja nicht, wie lange du da dran warst. Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Wie ich das schon höre. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Nicht in diesen Spind. Nicht in diesen Spind. Nicht in diesen Spind. Ja, Entschuldigung, ich schlepp meinen Kadaver hier schon weg. Beziehungsweise ich schlepp meinen Kadaver jetzt schon weg. Wie ich die alte hasse, ey. Oh, die Lache war cool. Die muss ich mir aneignen. Nein, das war nicht cool. Ey, komm. Fick dich, ey, ehrlich. So. Kann dein Sternengeräusch dir mal weggehen? Ja, dann schaue ich dir jetzt zu, wie du das machst. Ich werde verlieren. Ist da irgendwie so ein Soundtrack von? Bestimmt. Kannst du mal googeln. YouTubern. YouTuben. Ja, hä? Hey. Eieiei, das ist ja hier alle was, ey. Das wird nichts. Vor allem, was denn? Die ritzt die alle an. Also, mich hängt sie auf. Ich meine, gut, da so verwundet rumzukriechen ist auch nicht viel besser, das gebe ich ja zu. Vor allem, weil sie einfach mal in die falsche Richtung kriecht. Jetzt könnte auch zu mir kriechen, dann könnte ich sie wissen. Oh, Alter, das ist blöd. Es gibt schon die nächste. Ja, die kriechen halt alle da hinten rum. Also, die liegt. Also, man kann sagen, was du willst, aber die legt sie alle flach. Respekt. Ja,
Oh. Da hängt die eine. Die ist schon tot. Die brauche ich also nicht mehr retten. Nein, das hat sich wohl erledigt. Hast du dir eigentlich den Spiel schon eingerichtet? Bettfernseher oder so? Ja, habe ich. Jetzt hoffe ich nur, dass er da sich gleich verpieselt, dass ich sie eine retten kann. Pff, schwer zu sagen. Dann tue ich sie doch nicht. Aber immer noch in der Nähe. Mhm, ziemlich in der Nähe. Oh, du blöde Pfütze. Ja, ganz ehrlich, weißt du, was ist das für eine Assi-Aktion? Man sieht, dass die Person kommt und bringt sich um. Ja, in der Zeit hätte ich auch den Generator fertig machen können. Das stimmt. Bringt mich auch nicht mehr weiter, aber. Es geht ums Prinzip. Aber hey, wäre doch schade um den schönen Schlüssel. Mhm. Mhm. Guck mal, das ist ein ganz seltenes Objekt. Ja. Oh. Also, okay. Peinlich. Ah nein, kommt sie schon. Ich brauche sowieso nicht weggehen. Hi. Komm, das ist mies. Das ist mies. Ach oh Gott, was ein Arschloch, ey. Geil wär's jetzt, wenn sie mich kommen lässt. Es sieht aber nicht danach aus. Nee. Du kleines, mieses Dreckskind, ey. Okay. Ich krieg trotzdem meine Punkte. Oh, what a bitch. Biatch. Biatch. Ja. Hast du nicht gelernt? Wollen wir eine Runde Fall Guys? Ja, komm, haben wir irgendwie nicht mehr gespielt. Okay. Und da unterregst du dich auch immer. So hätte ich schon so auf. Ja, ich bin Stufe 16 jetzt. Ja, ja, der Tag hat sich ja doch noch gelohnt hier. Das ist doch geil. Ja. Geil.